Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf der Map Sonnenseite, ich bin der Shorty von der Test Area. Ja, es ist 8 Uhr morgens in-game im Dezember, es ist noch dunkel. Unsere Wiese ist natürlich nicht gewachsen, das war ja klar. Das tut sie im Winter ja nicht, wenn man mit Seasons spielt. Also können wir hier schon mal kein Gras mähen. Und unser Projektfeld Zusammenlegung, ja, das braucht halt noch Zeit, ne? Das ist jetzt 3 von 6. Wir haben hier Gerste drauf. Oh, wir sind im Dezember und die Gerste ist erst im Juni soweit. Wir haben jetzt im Dezember nichts. Eigentlich. Wir haben im Januar nichts, wir haben im Februar nichts. Man könnte da Baumwolle ansehen, aber Baumwolle sind wir noch nicht so weit. Dann kommen wir in den März. Ja, und im März könnte man vielleicht gucken, ob man irgendwelche neuen Fruchtarten ansieht. Aber wichtig ist, ab März kann man wieder Gras mähen. Eher nicht, ne? Wir sind bei 177.920 Euro. Das ist, was rumgekommen ist, nachdem ich alle Missionen abgegeben habe. So. Und. Wir haben keine Tiere, deshalb schlage ich vor, ich schlafe mal im Dezember. Ja, ich schlafe mal bis in den März rein. Und dann sehen wir uns wieder. So, wir haben März, 8 Uhr morgens. Wir haben jetzt 207.000 Euro auf dem Konto. Das kommt durch die Gewächshäuser, ne? Und weil wir noch nicht so viele Ausgaben haben, auch. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Wäre ja mal was gewesen. So. Lass uns gucken. Die BGR. Der Fermenter steht still. Die Gewächshäuser sind das einzige, was durchgehend arbeitet. Naja. Und der Wasserturm, ne? So. Wir haben soweit Equipment. Ja. Was machen? Also, als erstes mal scroll, scroll, scroll. Ist unsere Wiese wieder fällig? Die ist hier erntereif, ne? Stufe 3 von 3. Okay, man könnte sie noch eine Stufe wachsen lassen, aber wenn ich alle zwei Tage, also, ne, wenn ich jede Stufe 3 Schnitt mache, habe ich da ein mehr von, als wenn ich immer noch einen Tag länger warte. Und was anderes haben wir eh nicht. Unser anderes Feld, das braucht noch, ne? Ganz klare Kiste. Gucken wir hier rein. Wir sind im März. Gerste ist erst im Juni. Das heißt, wir werden jetzt einen Grasschnitt machen, damit wir daraus Silage auch bekommen. Ich immer noch einen stärkeren Tag. Ne? Konto reicht noch nicht. Aber irgendwas werden wir mit dem Geld schon anfangen können. 207.000 Euro. Aber jetzt müssen wir erstmal irgendwo den Anfang machen. Denn das Gras wächst immer nach, ist also gratis. Und im Fermenter bringt das reichlich Tataritos, Kolikowskis oder Monetonaris, Euros. Euros halt! Und dann haben wir jetzt sicherlich auch ein paar interessante Missionen wieder. Das ist, ich weiß ja, es tut mir ja auch eigentlich leid, aber Missionen sind halt im Moment, also am Anfang, das, womit wir die Kohle verdienen, ne? So ist das. Welt 40. Nee, das ist falsch. Welt 1.
nähen. So. On the way. Mission. Mal gucken. Das kann. Kruban. Pflügen. Kruban. Pflügen. Kruban. Sehen. Sehen. Das ist. Dann noch so ein Riesentrecker, ne? Kruban. Kruban. 36, 19. Das müssen wir mal vergleichen. Feld 36 ist das. Feld 19. Hm. 13. 14, 15, 16, 19. Ja. Wenn wir. Wisst ihr was? Ich kann ja kommen. Gibt Geld, während wir Rasen mähen. Gerät ausleihen. Und ich kann den ja von Hand dahin fahren. Ich glaube nicht, dass der per Autodrive dahin kommt. Und der ruppelt mir das Feld zurecht und dann kriegen wir da Geld für. Ob ich dabei bin oder nicht. Ne? Die Wiese muss ich eh mähen. Wir sind nämlich jung und brauchen das Geld. Und dann, wenn die Arbeiten erledigt sind, gucken wir, was wir auf der Tasche haben. Was wir mit dem Geld anfangen können. Oder nicht. So. Hier geht's ab. Jedenfalls so schnell wie der kann. Guckt's euch an hier. Ah. Das ist normalerweise nichts für solche Straßen, wie wir sie hier haben. Eigentlich kann man jetzt mit einem Grubbergespann alle Grubbermissionen machen, ne? Aber wenn ich jetzt mit dem Grubbern warte, bis der ein Feld fertig hat und dann zum nächsten fahre, das dauert ja wieder, ne? Also, was haben wir gesagt? Feld 36. Ich hätte auf dem Hof schon starten können, aber gucken wir mal. 36, nicht 35. Da waren wir nämlich schon. Nee. Soll's nicht umkehren. Was soll das, Autodrive? Was soll das? Da geht's lang, genau. 27 km/h Spitzengeschwindigkeit, das ist. Naja. Könnte es sein. Also die Straßen, bis jetzt muss ich die Straßen ja loben, ne? Aber wenn ihr euch den Grubber mal anguckt, das ist also. Gegenverkehr wäre jetzt nicht gut. Und vielleicht bleibt er am Rand hängen. Vielleicht aber auch nicht, ne? Nichts Genaues weiß man nicht. Ich lasse den mal fahren. Der macht uns ja nichts kaputt, ne? So, pflügen. Da könnte man mit einem Tiefenlockerer. Mit unserem Tiefenlockerer. Feld 56. Habe ich mal gemacht, Vertrag akzeptieren. Unser Tiefenlockerer läuft auf Pflug und wird auch als Pflügen anerkannt. Ja, ich hätte unseren Trecker jetzt eigentlich nehmen sollen für den Ladewagen und alles. Und vielleicht hat er auch zu wenig PS für den Tiefenlockerer. Wir werden sehen. Ich war bei der 56 noch gar nicht.
Ja. Kann ja dann nur hier irgendwo oben sein. 54. Da ist die 56. Die 47 ist nebenan. Dann kann ich den schon mal zu 47 schicken. Und ich kann gleich. Ist da Bescheid, ne? Ich habe nur so ein bisschen weiter nach links genommen. Dann hat er die Spur gefunden. Da ist es doch. Also das Auto-Drive-Pathfinding müsste echt mal nochmal überarbeitet werden. So, jetzt muss ich halt bei unserer Wiese alles mit einem Trecker machen. Das werden wir überstehen, denke ich. Und der fährt bis jetzt unfallfrei. Der fährt sowieso unfallfrei, ne? So, was haben wir noch? 19 Kuban. Mit Geräte ausleihen. Ja. Ist ein Frontgewicht bei? Nein. Feld 19. Waren wir da? Nein. Also, wo ist Feld 19? Wo Feld 19 nämlich auch gleich anschließen. 11, 18. 18. 19 blinkt auf jeden Fall, wenn wir es gefunden haben. 20, 19. 19 ist hier unten. Da waren wir noch nicht. Wo waren wir denn? Bei 20. Okay, ich schicke dich dann in die Nähe zu Feld 20. Den Rest klären wir dann von da aus. Muss den natürlich hier auch im Auge behalten, immer wieder zwischendurch. Wenn die nämlich Mist machen, verlieren wir Zeit. So, du bist für Feld 36. Feld 36 ist links von dir. Erster Wegpunkt. Kurse. Nein. Nein, nein. So. Job erstellen. Du kannst hier meinetwegen enden. Wir haben 12 Meter Einfahrzeug. Wir machen drei Vorgewinde. Wir beginnen auf den Bahnen, machen weiche Kurven. Wir haben ja keine Zeit. Automatisch rein überspringen bei 12 Meter müssen wir nicht im Kreis. Das können wir hier machen bei der Arbeitsbreite, ne? Feldinsel im Kreis rechnen und gucken. Naja, er sollte es hinbekommen. Der erste Wegpunkt ist zwar ziemlich weit weg, aber gut, die fällt mit der Arbeitsbreite, wenn der dreimal drumherum fährt mit 12 Meter. Na, das ist ja schon. Also wenn du jetzt nicht hängen bleibst, das ist ja dann schon Autodrive-Niveau, ne, was du hier machst. Mein lieber Herr Gesangsverein. Nicht schlecht. Ach so, Einstellungen. Natürlich. Natürlich. Früh, spät. Spät, früh. 27. 27, 15, 10. So. Ich denke, der macht das. Speichern werde ich den Kurs nicht. Ich gehe mal davon aus, ich werde den nicht noch mal brauchen. Minuten. Sei dir gegönnt.
So, du bist für die 19. Die 19 habe ich noch nicht angebunden. Das heißt, ich muss auch erstmal gucken, wo denn da überhaupt eine Feldzufahrt ist. Ach, auch wieder mit Feldinseln. Feldinseln sind die sehr beliebt, ne? Ah, das ist nicht nur eine Feldinsel. Nee, nee, das ist hier noch schlimmer. Alter Verwalter. Ja, ich lasse den mal hier stehen. Und dann könnt ihr ja mal mit mir zusammen hier gucken, wie das aussieht. Ne? Muss ich nichts zu sagen. So. Blau. Blüte Enzian. Vielleicht müssen wir später da auch noch landen. Schauen wir. Jetzt müssen wir aber nur hier rum. Nehmen jetzt mal nur blau. Und hier ist so ein schöner Wendeplatz gemacht worden. Ne? Ich finde das toll. Wenn Autodrive jetzt auf dem LS19-Niveau wäre, würde ich mich da mega drüber freuen. Also Autodrive ist besser als im LS19. Hier im LS22. Nur halt am Anfang die Pfadfindung. Das ist es nicht. So. 19. Ich mach den Kreis mal hier komplett. Warum? Weil ich es kann. So, dann werde ich das jetzt hier an der Straße eben anbinden. Und dann werde ich den Fangkurs auf dem Feld erstellen. Und dann sehen wir uns wieder. Eingefahren ist das Feld jetzt. Das ist natürlich ein bisschen komisch. Mit dieser, na, Feldinsel ist es ja nicht, ne? Ist ja eine Feldzunge. Eigentlich. Oder wie man das auch in der Feldzunge nicht. Landzunge. Ja, wie auch immer, wir werden sehen. Kurs. Wir legen den Ordner an für Feld 19, weil wir da schon waren, aber der Kurs wird natürlich nicht abgespeichert. Müssen gleich mal gucken, was die anderen so treiben. Das hat jetzt natürlich ein bisschen Zeit in Anspruch genommen, ne? Das Einfahren dieses Feldes. Ich lasse dich mal hier fertig werden, eventuell 6 Meter. Ein Fahrzeug. 6, 12, 18, 24, 30 auf Bahnen. Natürlich war ich. Wir haben noch keine Zeit. Generieren. So. Ja, das wird verdammt komisch. Ich sollte hier vielleicht was anderes probieren. Und zwar, ich nehme vier Farbewände und spiralförmig. Ist immer noch nicht, wie ich das will. Wenn ich dann sage, längste Kante. So, jetzt. Jetzt könnte das was werden. Mein Problem war halt hier, ne? Da ging er über das Feld drüber. Der Kurs sieht schon mal optisch zumindest gut aus. So, du kriegst jetzt natürlich auch Werte. Das und das.
Feldarbeit kann ich so lassen. Auf dem Feld. Ich hatte gelobt. Naja. Auf dem Feld kannst du mit 53 fahren. Wenden 15. Rückwärts 10. So. Nun kannst du deine Maloche beginnen. Sehr schön. Ich bin gespannt. Achso, wir müssen uns die anderen angucken, ne? Du stehst hier bereit. Wir müssen Feld 56 noch einfahren. Das machen wir gleich. Du bist... Was ist mit dir? Warum hast du gestoppt? Ich habe was mit Cosplay gemacht, was dir nicht gepasst hat. Deshalb hast du gestoppt, ne? Du bist noch gar nicht fertig. Keule. Das ist es, ne? Wenn du die nicht im Auge hast, dann passieren so Sachen, die die mit Cosplay eben machen. So. What's next? Zwei Vorgewände nur. Wo in aller Herrgotts Namen ist dein Problem? Wo willst du hin? Du hast doch letztes Mal nicht beim ersten Schnitt nicht so ein Problem gehabt. Wollte ich den Kurs eventuell neu machen? Kann das sein? Du musst hier weitermachen. Wo war jetzt das Problem mit der Wende? Wegen der Feldzusammenlegung vielleicht? Also, bin ja nicht geizig. Wir machen Folgendes. Modus ändern. Eintrag löschen. Wir legen einen neuen Kurs an. Damit du mich nicht mehr ärgern kannst. So, ungefähr hier möchte ich, dass du fertig bist. Wir haben 9 Meter Arbeitsbreite. Ein Fahrzeug 9, 18, 27. Ich gebe dir 4. Wir beginnen natürlich, ja doch, Vorgewende ist richtig weich, im Uhrzeigersinn hoch runter. Wir gehen mal spiralförmig vor. Gucken, was er sagt. Das gefällt mir nicht. Wenn wir kreisförmig sein. Das könnte mir gefallen. Wenn wir jetzt noch sagen, längste Kante. Aber das ist immer noch hier dieses. Hätte ich gerne geändert. Ne? Manuell generieren. Okay. Kann er nicht. Gehen wir auf 90 Grad. Das ist hier falsch. Ja, gehen wir auf 90. Alles nur. Dann gehen wir auf 175. 180 gibt es ja nicht. So, das sieht hier schon mal ganz anders aus jetzt. Speichern. Ja. Feld 1, Mähen.
mit 9 Metern. So, erster Wegpunkt. Ein ganz anderer Kurs jetzt. Aber diesmal sollte er keine Zicken. Ach, wir sind schon da. So weit mit dem Video. Mit dem. Machst du denn? Alter, was ist denn mit Cosplay los? Junge. Kann ja nicht sein. Bist du jetzt durch den Umbau so? Aber du hattest doch letztes Mal keinen Ärger gemacht. Naja, komm. Du machst dein Ding hier. Das sieht zumindest auf den ersten Blick von dir schon mal hoch anständig aus, was du hier verbringst. Ja, die Schalterei, ne? Und Automatik wäre natürlich viel, viel schneller schon. Ist das alles, was du kannst? Aha. Besten nicht hingucken. So, und du? Du machst hier dein Apparello. Wir stehen hier. Ja, wir müssen hier nächstes Mal das Feld anschließen. Und das machen wir auch erst beim nächsten Mal. Das machen wir nicht jetzt, erst im nächsten Video. Was geht hier ab mit dir, Cosplay? Das frage ich mich. Da haben wir noch Klärungsbedarf. Ihr Lieben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Mitmachen, dabei sein. Ich freue mich auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das unterstützt meinen Kanal beim Wachstum. Wir haben auch einen Discord-Community-Server. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Unter mehr Ansehen ist natürlich alles kostenlos. Sowohl Discord ist gratis als auch... Oh. Oh ja. Als auch ja, die Mitgliedschaft auf dem Server. Bei YouTube ist es genauso. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Auch hier, das Abonnieren auf YouTube ist kostenlos, gratis, im Gegensatz zu anderen Plattformen, kostet euch keinen Cent, kann sich somit auch jeder leisten. Ihr Lieben, ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und ich bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.